Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Heute ist wieder alles dabei, was zum Kloppen, was zum Ballern, piu, 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 und was zum Träumen. Super Smash Bros. Ultimate, Red Dead Online und Gris. Viel Spaß. Wir haben Red Dead Redemption 2 ja fast schon eine ganze Sendung gewidmet, aber über ein Feature haben wir trotzdem nicht geredet. Der Multiplayer-Modus. Ja. Red Dead Online wurde nämlich erst vor 2 Wochen freigeschaltet. Ja, jetzt können wir aber drüber reden. Wir reden über Züge überfallen, Pferde striegeln und Bohnen essen jetzt zusammen. Ja, Moment mal, jetzt Bohnen essen. Bohnen isst man nicht. Ja, doch. Bohnen abonniert man. Red Dead Online ist da. Das potenzielle Multiplayer-Paradies aller digitalen Aushilfs-Cowboys. Was kann schließlich schon groß schiefgehen? Entwickler Rockstar Games baut doch auf die wohl anmutigste Open-World-Kulisse der aktuellen Generation, kann die schreiberische Finesse ihres Teams durch weitere Story-Missionen auskosten und verschnürt das Ganze mit einem motivierenden Level- und Belohnungssystem. Das klingt doch alles ganz fantastisch. Zumindest dachten wir uns das zu Beginn. Wenn wir unser Red Dead Online-Erlebnis jetzt aber zusammenfassen sollten, würde es so aussehen. Das strahlende Wildwestparadies ist übervölkert von Vollidioten, die mit Anlauf in alle Ecken kacken. Und Rockstar tut nicht viel, um gegenzulenken. Schlimmer noch, wir sind meist dazu verdammt, tatenlos zuzuschauen. Wie hier, als uns erst der Matchtimer nach 10 Minuten vom traurigen Schauspiel erlöst hat. Ja, Red Dead Online hat uns einige Nerven gekostet. Um aber trotzdem möglichst viel Spielspaß aus der Multiplayer-Komponente zu bringen, haben wir die krassesten Outlaws der Game-2-Bande zusammengetrommelt. Die krassesten Outlaws, die im Vorfeld keinen Schimmer von Red Dead Online hatten und genau deshalb unwissentlich den Online-Dullies die Stirn bieten können. Die Bande? Colin, Trant, Chris und Sebastian. So, dann wird erstmal ein bisschen gewunken. Hallo. Nein, sorry! Showdown nicht die Waffe Serie. Ziehen und ihr eins drücken. Showdown nichts passiert. Au! Mein Gott! Das war erstmal. Okay, so, was machen wir jetzt zur verdammten Hölle? Irgendwas greift mich an! Ah, ey, wer fuck, schießt denn da schon wieder? Rechts! Fuck! Ich will doch nur schnell hier weg, ohne dass mich einer tötet. Alter, ihr seid solche. Wo bist du? Das war einer. Links. Auch tot. Oh, Tranterich. Ich hab Trant getötet. Ey, weil die Spielernamen nicht angezeigt werden, während man auf einen schießt. Oh, sei. Ich möchte einfach nur mit euch zusammen irgendeine Mission machen. Schieß ich ja, jetzt wirft mich mein eigener Gaul auch noch ab und verschwört sich gegen mich und rennt weg. Na, komm doch her. Ja, klar, jetzt erschießt mich nur einer. Alter, jetzt überfährt mich diese Kutsche. Geh da auf. Was ist hier los? Ja. Ich bin auf die Kutsche gesprungen. Und ich bin... Wie hast du das geschafft? Ich bin unter Brat. Die Kutsche gekapert, Leute. Sehr gut. Du hast mich, glaube ich, gerade gerettet. Sehr gut. Das ist meine Bande. Respekt. Weg bitte. Hier wird gekutscht. Oh, sollen wir alle zusammen baden gehen nachher? Gut, der Einstieg ist, je nachdem wie viel Glück man bei der Zusammenwürfelung mit anderen Spielern hat, ganz schön müßig. Die Open World des Hauptspiels ist das Herzstück von Red Dead Online. Hier könnt ihr eine Story-Kampagne, kleine Sidequests und diverse Multiplayer-Modi ansteuern, aber auch jagen, Blumen pflücken, Lager plündern oder handeln. Im direkten Vergleich zum Einzelspieler-Modus streuen hier nur viel weniger NPC-Bewohner herum. Aber hey, dafür sind schließlich bis zu 24 andere Spieler da, die die Welt beleben. Unserer Erfahrung nach geht das aber nur in der Hälfte aller Fälle gut. In der anderen werdet ihr gegankt, gecampt, gegrieft oder einfach sonst irgendwie getrollt. Das ist schon mal ein Punkt, an dem Rockstar Games innerhalb der Beta-Phase arbeiten muss. Es braucht Grenzen für trollige Nervensägen, damit sie die Erfahrung anderer nicht komplett ruinieren. Potenzielle Nervkasper dürfen beispielsweise gern durch einen Automatismus vom Server gekickt werden, ehe wir entmutigt die Rage-Quit-Reißleine ziehen. Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Affe! Ich will nicht mehr. Die Grundlage ist nämlich keineswegs verkehrt. Die Online-Open-World bietet ausgehungerten Red Dead-Jüngern mit einer schmalen Story-Kampagne schließlich weiteres willkommenes Futter. Derzeit ist das zwar noch nicht auserzählt und vom Missionsdesign etwas lahm, kann zusammen mit Freunden aber wirklich Spaß machen. Alle beisammen? Ja, komm. Red Dead Online startet jetzt. Yes! Geil! Jetzt wird's richtig geil. Und reiten. Ey, warte mal, ich hab keinen Bock selber zu reiten, ich reite bei dir mit.
Das ist natürlich smart. Nicht schlecht. Schießen wir oder was? Sollen wir uns absprechen oder schießen wir einfach? Ja, auf drei, würde ich sagen. Ich hab ganz links. Oh, wer hat denn einfach geschossen? Das war nicht drei. Ich verspüre so etwas wie Fun. Ja, oh, das ist schlimm, ne? Ja. Wie gehen wir vor? Wir müssen bestimmt schießen, was? Erledige die Gesetzlosen stehen da. Das ist ja ganz so geil gegen die Kiste geritten. Ist so dumm, vom Pferd abgestiegen. Eins, das zwei, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Zack. Ich flüg den vom Dach. Zack. Was ist denn jetzt passiert? Alter! Oh, oh. Wenn weitere Missionen nachgereicht werden, die das derzeit übliche Schießbudenfiguren-Umpusten übersteigen, könnte das eine fantastische Ergänzung zum Hauptspiel werden. Zug- oder Raubüberfälle im Stile von GTA Online-Heists gibt's derzeit zum Beispiel noch nicht. Rockstar sollte außerdem schleunigst das mit dem doofen, stummen Protagonisten ablegen. Good. Klar, ihr sollt euch in die Rolle eures selbst erstellten Revolverhelden versetzen können. Aber um ehrlich zu sein, fällt mir das viel schwerer, wenn der Trottel nicht mal dann einen Mucks von sich gibt, wenn ihm jemand mit einem durchgeladenen Schießprügel vor der Nase rumwedelt. What the fuck do you want, huh? What is it? You wanna get yourself killed or something, huh? Shit. Auch in den Nebenmissionen steckt noch viel ungenutztes Potenzial. In ihnen erledigt ihr Botengänge, deren Gut euch aber andere Spieler für den eigenen Profit abknüpfen können. Prinzipiell ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel, wenn denn die Mission nur ein klein wenig den Epicness-Faktor von Ich trage Briefe aus übersteigen würden. Da Red Dead Online aber eben noch in der Beta ist, dürfte da zukünftig noch ein bisschen was passieren. Thanks. Abseits davon gibt's natürlich noch kompetitive Multiplayer-Sperenzchen. Aber, und vielleicht habt ihr das schon kommen sehen, auch die bleiben hinter den Möglichkeiten zurück. Da gibt's zum Beispiel Checkpoint-Rennen. Die Dinger, an deren Ende wir oft Leuten dabei zuschauen dürfen, wie sie Kreise in den Präriesand reiten. Ihr erinnert euch. Aber auch ohne Nervhansel sind die Rennen unspektakulär. Da die Checkpoints in beliebiger Reihenfolge durchritten werden können, gewinnt nicht zwangsläufig der schnellste Reiter, sondern derjenige mit der besten Map-Kenntnis. Und das ist nicht unbedingt das, was wir uns unter einem Rennen vorgestellt haben. Alternativ gibt es noch diverse Deathmatch-Varianten, die hier Showdowns heißen. Klassisches Alle gegen Alle, Teamgekloppe, King of the Hill oder ungewöhnlichere Modi wie Most Wanted, in denen ihr mehr Punkte bei Abschüssen von Gegnern erhaltet, je höher sie in der Matchrangliste stehen. Richtig gelungen sind Make It Count, eine etwas langsamere Western-Abwandlung des beliebten Battle Royals und Meisterschütze, indem ihr euch Gegner vom Hals halten müsst, während ihr möglichst zielsicher ins Schwarze von Zielscheiben schießt. Die kompetitiven Modi haben nur zwei große Probleme. Zum einen könnt ihr nicht gezielt Maps oder Spielvarianten anwählen, sondern euch nur zwischen den Oberkategorien Deathmatch und Rennen entscheiden. Wo ihr landet oder welche Regelabwandlung ihr spielt, entscheidet der Zufall. Das zweite Problem ist Auto-Aiming. Das ist hier nämlich genauso essentiell wie im Hauptspiel, raubt dem kompetitiven Kräftemessen aber den Reiz. Separate Free-Aim-Lobbys wären wünschenswert. Wer nämlich derzeit das automatische Zielen deaktiviert, ist einfach hemmungslos benachteiligt. Leider steht die Online-Erfahrung derzeit noch auf arg wackeligen Beinchen. Zwar ist das Ganze weit vom Desaster-Level des GTA Online-Starts entfernt, wo quasi nichts lief, so richtig rund läuft's aber auch nicht. Ach nö, schon wieder ein Serverabbruch bei mir. Laber, oder? Okay, wir sind eh gesucht. Dann ist das der erste gescheiterte Versuch mal wieder. Schickst du mir mal eine... Der erste? Der zehnte, Entschuldigung. Ja. Schickst du mir noch mal eine Einladung irgendjemand? Ja, lass uns erstmal verrecken. Deine Verbindung zu Red Dead Online wurde unterbrochen. Alles klar? Dann gehe ich doch einfach mal wieder rein. Schließt euch zusammen. Ich komme gleich wieder rein. Kein Problem, Leute. Ich habe einen Ladebildschirm. Ich bin schon in der Mission drin. Bin ich bei euch im Spiel? Nein. Tatsächlich, ja, ich bin in einem ganz anderen Trupp drin. Cool. 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 Ey, ich kann euch nicht beitreten, solange ihr einen aktiven Inhalt spielt. Und seid ihr fertig, ich kann nicht mitspielen. Rennserie startet gleich. Bereit? Ja, bereit. Achtung, dieses Spiel ist nicht mehr verfügbar. Cool. Dann joinen wir dem nächsten Spiel. Ah, okay, wir sind wieder draußen und ganz woanders. Wo ist die Aufnahme jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ich bin nicht mal mehr im Trupp. Ich bin auch im Arsch der Heide und nicht mehr im Trupp. Oh!
Zum derzeitigen Stand der Beta ist es zwar noch nicht möglich, Premium-Währung für Echtgeld zu kaufen, dass das bald kommt, merkt man aber ziemlich deutlich. Im Spiel gibt es Dollar und Gold. Beide bekommt ihr bei Abschluss von Missionen und Multiplayer-Partien. Schon mit Dollars gibt sich Red Dead Online ziemlich geizig, obwohl viele nützliche Investitionen extrem kostspielig sind. Der echte Witz ist aber das Gold. Da werdet ihr nach einer 30-minütigen Mission nicht etwa mit einem fetten Goldbahn belohnt, sondern bekommt gerade mal ein paar Krümel Goldstaub vorgeworfen. Für einen Goldbarren muss da schon mal 7 bis 8 Stunden geschuftet werden und, naja, stellt das mal in Relation. Möchte ich mir beispielsweise diese läppische Latzhose überwerfen, kostet mich das 16 Stunden meines Lebens. 16 Stunden! Während der Zeit habe ich mir so eine Latzhose in echt schon 25 Mal selbst gehäkelt. Und das hört bei optischen Verschönerungen noch nicht auf. Auch spielerische Vorteile wie flottere Gäule können mit Gold gekauft werden. Dadurch wären Spieler, die echtes Geld investieren, letztendlich wohl deutlich im Vorteil. Aber von dieser potenziellen Unfairness mal abgesehen, demotivieren das langsam hereintröpfelnde Geld und die viel zu hohen Preise. Statt eines schönen Fortschrittsgefühls setzt sehr schnell Ernüchterung ein. Haben wir uns erstmal durch die Story-Häppchen gespielt und ein paar Multiplayer-Matches ausgefochten, ist schnell die Luft raus. Und die gröhlenden Voice-Chat-Spacken in den Spiellobbys helfen auch nicht gerade. Tja, Red Dead Online hat derzeit wirklich einige Probleme. Noch trägt das Ganze aber ja auch den Beta-Stempel im Namen, weshalb wir zumindest hoffen, dass Rockstar einige Macken ausbessert. Denn das Grundgerüst ist und bleibt interessant. Und darüber, dass es eine kostenlose Dreingabe zu einem fett fantastischen Hauptspiel ist, beschweren wir uns auch nicht. Nur Spaß hatten wir bis jetzt leider nicht sonderlich. Oh Gott, ich hab hier eine Pferdeslot-Maschine. Was? Eine Pferdeslot-Maschine. Okay. Naja. Es ist ein ungeschriebenes Nintendo-Gesetz, ne? Jede Konsole hat Mario, jede Konsole hat ein Zelda und jede Konsole hat ein Super Smash Brothers. Ja, zumindest seit dem N64, denn seitdem zählt diese Prügelserie zu den besten Pferden im Stall Nintendos. Und ich weiß nicht, warum. Erklär's mir doch mal, warum ist es hektisch, es ist schnell, es ist chaotisch. Ich kann dir das nicht erklären, es ist ein Bildschirm voller Hacks. Ja, aber zum Glück kennt sich der Markus ja damit aus. Ja, der Markus, der hat richtig Peil bei Super Smash Bros. Von dem Spiel, ne? Und wer keine Ahnung davon hat, der ist richtig im Arsch. Zum Glück gibt's Markus. Markus to the Rescue! Rett uns! Ja. Mit Super Smash Bros. Denkt sich Nintendo immer wieder aufs Neue. Der Trag Prügel hat noch keinem geschadet. Und das erst recht nicht, wenn die Schellen nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Dorfschlägern, sondern von Mario, Pikachu, Link, Donkey Kong und Co. verteilt werden. Seit ihrem Debüt im Jahr 1999 auf dem N64 trifft sich Nintendos Prügelelite regelmäßig zu deftigen Massenkeilereien. Fast 20 Jahre später geht jetzt das Franchise-Gebolze mit Super Smash Bros. Ultimate in die 5. Runde. Einen vielversprechenden Titel haben sie sich ja schon mal ausgesucht. Ultimate. Ich schlag das mal eben nach. Moment. Ah ja, ultimativ. Sich nicht mehr verbessern lassend oder das höchste Stadium einer Entwicklung darstellend. Na, das wollen wir erst mal sehen. Wie ultimativ ist Super Smash Bros. Ultimate? Fangen wir mal mit dem wichtigsten Punkt an, dem Gameplay. Hier hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert und das muss es auch gar nicht. Smash-üblich haben eure Kämpfer keinen Gesundheitsbalken, sondern eine Prozentanzeige, die den eingesteckten Schaden anzeigt. Je höher die Zahl, umso leichter lässt sich ein Kämpfer aus dem Ring kloppen. Denn in Smash Bros. Geht es nicht darum, sein Gegenüber zur Bewusstlosigkeit zu prügeln, sondern ihn vom Schlachtfeld zu kicken. Das sollte auch Einsteigern schnell gelingen, denn grundlegend ist die Steuerung jedes Kämpfers identisch. Mit A hagelt es Hieb- und Trittkombos, mit B folgen Spezialangriffe. Viele Attacken können zudem aufgeladen werden und schon fliegen die Gegner gen Horizont. Klingt, als wäre alles beim Alten. Ist es im Prinzip auch, denn als Grundgerüst dient Super Smash Bros. Für die Wii U. Allerdings wurde im Verborgenen ordentlich geschraubt, zum Beispiel am Spieltempo. Die Kämpfe sind etwas flotter als zuvor. Ihr könnt Items auch in der Bewegung aufheben oder in der Luft kontrolliert ausweichen. Außerdem gibt es etliche Feinjustierungen, die euch dazu animieren, flexibler zu kämpfen. Bleibt ihr zu lange auf eurer sicheren Spawn-Plattform, verliert ihr deutlich schneller eure Unverwundbarkeit beim Wiedereinstieg. Weicht ihr zu häufig hintereinander aus, bekommt ihr schneller wieder Schaden oder ihr hängt zu lange an einem Vorsprung und könnt euch irgendwann gar nicht mehr festhalten. Klingt zwar alles nach Kleinkram, aber die Vielzahl der Anpassungen haben zu einem echt geschmeidigen Spielgefühl geführt.
Auch wenn einige Smash Bros. Melee-Verfechter wahrscheinlich immer noch nicht beeindruckt sind, wir sind es. Ist das Gameplay also ultimativ? Naja, zumindest ist es wirklich nah dran. Fast ultimativ! Anders als das Kämpfer-Line-Up. Ultimativ ist hier genau der richtige Ausdruck. Sämtliche Kämpfer aus allen bisherigen Teilen sind dabei. Und dazu kommen noch eine Handvoll neue Prügelknaben wie Ridley, King K. Rool oder der Inkling. Hier ist wirklich mittlerweile jeder erdenkliche Kämpfer aus dem Nintendo-Kosmos dabei. Na gut, vielleicht nicht jeder. Und der letzte Platz im Super Smash Bros. Kämpfer-Line-Up geht an die Topfpflanze. Oh no! Auch ohne Waluigi haben wir hier eine stolze Ansammlung von 76 Charakteren. Wenn ihr jeden Schläger nur 15 Minuten spielt, seid ihr schon knapp 20 Stunden beschäftigt. Yeah, wow. Umso erstaunlicher ist es, dass sich fast alle Recken unterschiedlich anfühlen und trotzdem auf den ersten Blick kein unfaires Kräfteverhältnis herrscht. Pikachu bewegt sich so mopsig und gleichzeitig flink, wie man es von der gelben Elektromaus gewohnt ist. Die Inklinge besudeln alles mit Farbe und tauchen darin ein und Bowser stapft schwerfällig und feuerspeiend durch den Ring. Zudem haben einige Charaktere neue Moves bekommen. Alte wurden überarbeitet und auch optisch gab es hier und da kleine Feintunings. Vor allem das Arschvolumen von Zero Suit Samus oder Snake wurde um 25% verkleinert. Wurde aber auch echt mal Zeit. Alrighty then. Das Kämpfer-Line-Up ist also eigentlich ziemlich ultimativ. Außer man steht auf große Ärsche oder auf Waluigi. Kommen wir zum Herzstück. Dem Smash-Modus. Hier könnt ihr euch mit bis zu 8 computergesteuerten oder, noch besser, mit menschlichen Gegnern nach Herzenslust kloppen. Aua. Geil. Na, fangen wir mal mit einem normalen Smash an. Ich wollte sagen, erstmal aufs Maul hauen. Machen wir, glaube ich, 4 erstmal. Ja. Erstmal wird unter uns geklärt, wer hier die Hosen hat. Ryu! Ich bin Melinda. Kirby ist schon ziemlich OP, ne? Aber seht ihr diese geile Hundefresse? Ja. Die wird euch gleich richtig auf den Sack geben. Mit meiner Angel werde ich euch gleich angeln. Okay, Ruhe, jetzt gibt's aufs Maul. Kirby ist scheiße. Vor allem, du hast Ryu einfach. Jetzt wird erstmal geballert. Klar, Mann. Ist ja krass. Super Hund! Bam, bam! Guck hier, weggeangelt. Scheißangel. Ihr sollt sehen, was hier abgeht. Alter, diese Drecksangel. Weggeangelt. Angel. Ja, die Angel ist so geil, Alter. Angel. Super. Toll, Alter. Macht er noch eine Bombe hinterher, oder was? Ja. Scheiß Link. Wein nicht die Angel. Scheiße. Oh, nein. Ich angel deine Bombe. Was? Die geile Melinda. Melinda. Ja, da hatten unsere Jungs eine Menge Spaß. Noch spaßiger wird's, wenn ihr an den Smash-Regeln schraubt. Eine klassische Runde ohne Zeitlimit und mit 3 Leben? Klar, geht immer. Ihr könnt aber auch alle permanent Feuer speien lassen, die Geschwindigkeit erhöhen, jedem riesige Körper geben, direkt mit 300% Schaden starten oder nur bestimmte Items auswählen. Das heutige Match ist eine Lasergewehr-Spezialrunde. Wow, da schnappt sich Samus auch schon die erste Waffe und... ist nur eine völlig unwichtige Person im Publikum. Die Möglichkeiten im Smash-Modus sind einfach immens. Praktischerweise könnt ihr eure Lieblingseinstellungen mit Namen speichern, um so jederzeit darauf zugreifen zu können. Euch sind einfach kaum Grenzen gesetzt. Und das Herumprobieren sorgt lange für Spaß. Prädikat? Definitiv ultimativ! Die Qual der Wahl habt ihr auch bei den Stages, denn davon gibt es über 100. Neu sind allerdings nur 4 davon. Die Moränentürme, das New Donk City Rathaus, Schloss Dracula und der Turm des Plateaus. Der Rest besteht aus grafisch polierten Stages der Vorgängertitel. Die meisten Level sind aber nicht nur schick anzusehen, sondern stecken auch voller schöner Details. Ja gut, schön vielleicht nicht gerade. Wir meinen eher sowas. Im Duck Hunt Level könnt ihr auch tatsächlich Duck Hunt spielen und Highscores jagen. Oder ihr sucht in der Mario Odyssey Stage nach verschiedenen Musikern und lasst so nach und nach ein Musikstück entstehen. Solche liebevollen Details findet man an jeder Ecke. Oh no!
Wenn ihr keine Lust habt, überfahren, in die Luft gewirbelt oder weggespült zu werden, könnt ihr die Umwelteinflüsse aber auch ausstellen oder auf bestimmte Stages einfach komplett verzichten. Die Auswahl ist definitiv groß genug. Ein paar neue Stages mehr hätten wir uns trotzdem gewünscht. Deshalb quantitativ, ultimativ, aber nicht qualitativ, ultimativ. Viel Bekanntes gibt es auch im Singleplayer-Modus. Sowohl den klassischen Modus als auch 100er oder All-Star-Smash kennt man bereits aus den Vorgängern. Geändert hat sich hier nur wenig und das auch nicht unbedingt zum Besseren. So wurden beispielsweise die beliebten Bonus-Level Target Smash und Home Run Contest durch ein ödes Münzsammellevel ersetzt. Eindeutig nicht ultimativ! Wesentlich interessanter ist da der Abenteuermodus, der auf den Namen Stern der irrenden Lichter hört. In einer epischen Sequenz müsst ihr mit ansehen, wie all eure Helden von der Riesenhand gegrillt und zu willenlosen Marionetten gemacht werden. Aber keine Sorge, ihr könnt sie natürlich retten, indem ihr ihnen wieder Verstand einprügelt und nebenbei über die Karte verstreute Geister sammelt. Die sehen nicht nur knuffig aus, sondern geben euch auch Zusatzeffekte wie Windresistenz, höhere Geschwindigkeit oder bestimmte Start-Items. Und die braucht ihr auch, denn die meisten Kämpfe sind alles andere als normal. Mal ist der Boden Lava, mal habt ihr es mit starkem Wind oder umgekehrter Steuerung zu tun. Manche Kämpfe sind so schon enorm frustig, fehlt euch auch noch der passende Geist, wird euer Nervenkostüm noch stärker beansprucht. Trotzdem hatten wir großen Spaß mit dem Abenteuermodus. Die Herausforderungen bieten eine angenehme Abwechslung zum sonstigen Smash-Alltag. Nur eine Story solltet ihr nicht erwarten, denn die beschränkt sich auf die zweiminütige Intro-Sequenz. Die restlichen 30 Stunden verbringt ihr lediglich mit Kämpfen und dem Sammeln der Geister. Der Abenteuermodus ist damit zumindest ultimativ lang, aber eigentlich ganz witzig. Was uns an jeder Ecke wieder auffällt, ist die Liebe zum Detail. Zum Beispiel bekommen nicht nur Feuer-Pokémon im Wasser Schaden, sondern auch Sonic, da der bekanntermaßen nicht schwimmen kann. Oder ihr wechselt Bowser Juniors Kostüme und bekommt die restlichen Koopalinge. Und spielt ihr mit Snake auf Shadow Moses, könnt ihr ein Easter Egg aktivieren und lauscht witzigen Codec-Gesprächen zu nahezu allen Kämpfern. Otacon, there's a gorilla wearing a tie here. He's huge. Die Details und Referenzen sind daher ultimativ kreativ. Fehlt noch die Grafik. Die sieht zwar so gut aus wie nie zuvor, etwas meckern müssen wir aber trotzdem. Um einen ordentlichen Schlag zu untermalen, wurde bei Smash Bros. Nie mit Effekten gegeizt. Ende! Hier hat man es aber etwas übertrieben. So toll die Effekte auch manchmal aussehen, ist der Bildschirm schnell mal vollgeklatscht mit Raucheffekten, Energiestrahlen, Trefferanzeigen und Co. Sind dann auch noch mehrere Spieler dabei und im Hintergrund geht die Post ab, geht schnell die Übersicht flöten und Chaos bricht aus. Und jetzt stellt euch das Ganze mit 8 Spielern noch im Tabletop-Modus vor. Was? Was? Was passiert? Ich fand immer näher ran. Ja. Wie viele Leben habe ich noch? Ich weiß es nicht. Was ist? Ah, oh, jetzt bin ich auf. Da raffst du nix. Boah, ey, das ist echt. Gut, so sollte man Smash Bros. Vielleicht nicht spielen, aber das Chaos ist auch sonst ziemlich hoch. Das kann mal spaßig sein, ist aber meist eher nervig. Wir verstehen auch nicht, wieso Kämpfe schon starten, obwohl fette Schrift noch die Sicht versperrt. Das ist einfach ultimativ chaotisch. Darf sich Super Smash Bros. Ultimate also immer noch als ultimativ bezeichnen? Naja, verbessern lässt sich immer noch etwas, vor allem an der Übersicht. Abseits davon haben wir echt erstaunlich wenig auszusetzen. Am Gameplay wurde genau richtig geschliffen, die Einstellungsmöglichkeiten bieten wirklich für jeden Geschmack etwas und vor allem platzt Smash Bros. Fast vor Liebe und Details. Dann noch der massive Inhalt. 76 Kämpfer, 103 Stages, über 1200 Geister zum Sammeln und über 800 Nintendo-Songs, die auch noch im Standby angehört werden können. Bei all dem ist der Prügelspaß zumindest verdammt nah dran am ultimativen Smash-Spiel. Ach ja, und Waluigi hat es auch noch ins Spiel geschafft. Okay, Waluigi, dein großer Auftritt. Ab in dein Glas. Oh no! Gute Arbeit, Waluigi. Hallo Freunde des gesunden Spieleenthusiasmus. Kurz vor Weihnachten hat euch Onkel Krogi schon mal einen pickepackevollen Sack mit Gaming-News geschnürt. Und da schaue ich jetzt mal rein. Wow, das geht ja schon mal richtig gut los.
Passend zur kalten Jahreszeit kündigt Capcom mit Iceborne die erste große Erweiterung für Monster Hunter World an. Diese setzt storytechnisch nahtlos am Ende des Hauptspiels an und bietet, wie der Name schon vermuten lässt, neben neuen Quests, Waffen und Monstern erstmals auch verschneite Gebiete. Los geht's im Herbst 2019, dann aber erstmal nur auf PlayStation 4 und Xbox One. Aber keine Sorge, die PC-Version ist auch in Arbeit, hat aber noch kein konkretes Release-Fenster. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, startet demnächst ein cooles Crossover mit CD Projekt Red. Anfang 2019 dürft ihr euch als Geralt von Riva in die Monsterjagd stürzen. Das kostenlose Update baut zudem eine neue Questline ein, die die Gameplay-Mechaniken der Witcher-Reihe in die Welt von Monster Hunter World bringt. Name's Geralt of Rivia, Witcher. So, weiter im Text. Oh, was Neues zu CSGO? Da bin ich mal gespannt. Ach du Scheiße, das klingt gar nicht mal so gut. Mit dem neuen Update Danger Zone für Counter-Strike Global Offensive rüstet Valve nicht nur einen Battle-Royale-Modus nach, sondern stellt den Shooter auch gleich auf Free-to-Play um. Und das stößt vielen Fans sauer auf. Das zeigte sich besonders in einer Shitstorm-Welle auf Steam. Hier kassierte das Spiel innerhalb eines Tages satte 14.000 negative Reviews. Doch warum eigentlich? Vor allem alteingesessene Fans ärgerten sich über mangelnde Wertschätzung ihrer jahrelangen Treue. CSGO-Zocker, die bereits Geld ausgegeben haben, bekamen als Lohn nämlich nur ein Abzeichen. Zudem scheinen sich durch die Free-to-Play-Umstellung verstärkt Cheater auf den Servern zu tummeln. Stark kritisiert wird auch, dass man sich den Zugang zur Prime-Liga nun alternativ erkaufen kann. Zuvor mussten sich ernsthafte CSGO-Fans den Prime-Status durch Erreichen von Level 21 noch hart erspielen und sogar ihre Telefonnummer hinterlegen. Allem Gemecker zum Trotz steigen aber die Userzahlen und auch die Stimmung in den Steam-Reviews dreht sich langsam wieder ins Positive. So, jetzt haben wir aber genug gemeckert. Deswegen kommt jetzt was richtig Fettes für euch. Puh! Ubisoft hat ganze 18 Monate nach der offiziellen Ankündigung von Beyond Good and Evil 2 endlich ein neues Video mit Pre-Alpha-Gameplay veröffentlicht. In Sachen Story erfährt man nicht wirklich viel, doch das ausgeklügelte Kampfsystem wirkt schon mal interessant. Zusätzlich zu den Basiswaffen Marke Pistole, Schwert und Jetpack gibt es sogenannte Augmentierung. Das sind spezielle Skills, die man durch verschiedene Kombinationen zu einem einzigartigen Kampfstil verketten kann. Aber Vorsicht, diese Skills können nicht nur ihr meistern, sondern auch Gegner und NPCs. Das ist aber noch nicht alles. Die Entwickler schrauben an einer riesigen Spielwelt à la Star Citizen, deren Grenzenlosigkeit perfekt zum Weltraumpiratenleben passt. Diesen gigantischen Kosmos dürft ihr mit fliegenden Motorrädern und individuell anpassbaren Raumschiffen bereisen. Und auch wenn das gerade alles ungefähr so machbar wie der Berliner Flughafen klingt, sind wir trotzdem irgendwie angehypt. Oh, da sind noch jede Menge kleine News drin. Ihr wisst, was das heißt. Der News-Ticker. Conan im Doppelpack. Das US-amerikanische Spielestudio Petroglyph Games entwickelt derzeit einen Echtzeitstrategietitel im Universum von Conan der Barbar. Der soll im zweiten Quartal 2019 erscheinen und sich an Spielen wie They Are Billions orientieren. Obendrauf bestätigt Funcom die Entwicklung eines Singleplayer-RPGs rund um den Barbaren. Mega erfolgreich! Der neueste Teil des Landwirtschaftssimulators verkaufte sich innerhalb der ersten 10 Tage nach Release über 1 Million Mal. Heißt es aus der Gerüchteküche. Die Neuauflage von Crash Team Racing wird anscheinend um extra Inhalte wie neue Karts und Strecken aufgebohrt. Die Hölle schlägt zurück. Doom-Mitgründer John Romero arbeitet an einem inoffiziellen 5. Kapitel des 25 Jahre alten Ego-Klassikers. Sigil wird als kostenloses Add-on allen Besitzern des Originals zur Verfügung stehen und bringt neue Singleplayer- sowie Multiplayer-Maps mit. Neue Konkurrenz für Steam. Neben dem Epic Games Store kommt mit Robot Cash noch ein weiterer Online-Shop für Spiele. Beide Stores bieten Entwicklern und Publishern attraktivere Konditionen als Steam und könnten mit Valves beliebter Plattform in Zukunft ernsthaft konkurrieren. Azeroth in Skyrim. Die 2012 ins Leben gerufene Mod für The Elder Scrolls 5, die die Spielwelt von World of Warcraft in Bethesdas RPG-Bestseller zum Leben erwecken sollte, wurde nun von Modder Flatworn überarbeitet. Das Ergebnis: neue Gebiete und Dungeons. Unter anderem sind der Wald von Elven, Scholomance und Westfall enthalten. Gefangenen Grauselhurz. Auf der Hexenwald-Map lieferten sich Hearthstone-Zocker Disguised Toast und ein Königsband-Schurke ein besonders ausdauerndes Match. Nach 3,5 Stunden wurde Disguised Toast schließlich besiegt. Zum Vergleich, normale Matches dauern in der Regel nur um die 15 Minuten. Es ist soweit, wir dürfen offiziell verkünden, dass Etienne Cedric AD laut Brandwatch Influencer Report 2018 der wichtigste Games-Influencer auf Twitter ist. Gemessen wurde dies anhand der Menge von Retweets, Erwähnungen und Reaktionen der Follower. Eddies nächstes Ziel? Die Weltherrschaft. Was kommt nach Weihnachten? Richtig, Ostern. Twitter-User Pixelbuster hat Ende letzter Woche ein Easter Egg in Just Cause 4 gefunden, das für Begeisterung sorgt. Im Video läuft Rico Rodriguez durch einen Rohbau. Tja, und was dann passiert, seht und hört doch einfach selbst.
So, das war's von mir für diese Woche, aber keine Sorge, ich bin Europas Kartenkönig und fühle mich wunderbar. In diesem Sinne, bis nächste Woche. So, jetzt sind wir auch schon durch mit den AAA-Granaten. Jetzt fehlt noch ein bisschen was fürs Herz. Und zwar Gries, stolzer Gewinner unseres GTG AFAs, unseres Game 2 Gamescom Arzi Fazi Awards. Also bitte, Gries, enttäusch uns jetzt nicht! Das ist Gries. Gries ist das erste Spiel von Nomada Studio, einem jungen Entwicklerteam aus Barcelona. Weder das Studio noch das Spiel hätte es gegeben, wäre es nicht zu einem glücklichen Zufall gekommen. Die Geschichte beginnt, als die Freunde Adrián Cuevas und Roger Mendoza, beide zu jener Zeit Programmierer bei Ubisoft Barcelona, auf einer Party den Künstler Conrad José treffen. We went out on a birthday party with some friends, and mm-hmm. that's where we met Conrad, who's the artist. So this was just serendipity. Yeah, you yeah, went really. To a party with some friends. Yeah. You were still working at Ubisoft. Yeah. Yes. Yeah, exactly. When you met super random. Conrad entered the room. Yeah. Pretty much. We needed an artist. He had an idea of a game and he didn't know any programmers. So yeah, we just started chatting. Everything went well. And at some point we just decided to leave Ubisoft, focus on this and let's do it. Tja, und was mit einem zwanglosen Partyplausch begann, können wir jetzt seit dem 13. Dezember bestaunen. Gries ist nicht nur der Name des Spiels, sondern auch der eines jungen Mädchens, das seine Welt nach einem einschneidenden Ereignis in tristem Grau vorfindet. So bleibt ihm nichts weiter übrig, als auf eine Reise zu gehen, um die Farbe zurückzuholen und seine Welt wieder zum Leben zu erwecken. Was sofort ins Auge fällt, ist die Zartheit von Gries. Schaut euch Conrad Josés Zeichenstil an, bestehend aus feinen Linien und weichen Wasserfarben. Sehr zart. Oder der Soundtrack, der ebenfalls aus Barcelona stammenden Band Berlinist, der mit melancholischen Klängen das Gefühl der Einsamkeit verstärkt. Super zart. Und hört euch mal die Soundeffekte an, wie das Rauschen des Windes oder die Schritte der Heldin. Ultra zart. Die Produktion solch zarter Soundeffekte muss ein enormes Feingefühl erfordert haben. Okay, krass. Kenner haben längst gecheckt, dass Gries zur Klasse der emotionalen Spiele gehört, deren Kern weniger die spielerische Herausforderung ist, sondern eher die Erzeugung von Emotionen. Zu diesem Genre würden wir Flower und Journey zählen, aber auch Limbo, Inside, Bound und Abzu. Und eigentlich auch Spiele wie The Last Guardian und Ori and the Blind Forest. Alles Titel, die in erster Linie den Spieler berühren wollen, sei es durch ihre audiovisuelle Gestaltung, durch ihre Charaktere oder durch besonders intensive Momente. What, did he die too or something? No, he doesn't die. Are you okay? Spielerisch komplex sind diese Titel eher selten. Und das trifft auch auf Gries zu, denn im Prinzip ist es ein simples 2D-Jump'n'Run. Könnt ihr zu Beginn eigentlich nur springen, lernt ihr im späteren Verlauf noch ein paar neue Fähigkeiten, wie den Klotz-Move, mit dem ihr Wege frei macht oder Rätsel löst. Oder die Fischverwandlung, die euch die schnelle Fortbewegung unter Wasser erlaubt. An bestimmten Stellen benötigt ihr so kleine Pünktchen, um weiter voranzukommen. Und die gilt es dann in der näheren Umgebung zu suchen. Das wär's im Grunde. Nennenswert sind vielleicht noch die Bosse, wenn man das Wort überhaupt benutzen will. Denn die Begegnungen mit den schwarzen Riesentieren sind keine klassischen Kämpfe, sondern eher Überwindungen. Ihr müsst lediglich an ihnen vorbeikommen. Weder könnt ihr sie verletzen, noch können sie euch verletzen. Tatsächlich verzichtet Gries komplett auf Bildschirmtode. Ein Game Over gibt's hier nicht.
Und das ergibt, zusammen mit der knackig präzisen Steuerung und den kreativen Aufgaben, ein angenehm frustfreies Abenteuer, das euch ein völlig ungestörtes Abtauchen in eine wunderschöne Welt ermöglicht. Der einzige Wermutstropfen ist, wie so oft bei solchen Spielen, die kurze Dauer. Länger als 3 bis 4 Stunden werdet ihr kaum brauchen, um das Ende zu sehen. Zwar könnt ihr anschließend nochmals die einzelnen Kapitel direkt anwählen, um jene versteckten Sphären zu finden, die ihr beim ersten Durchgang verpasst habt, aber das war's dann auch. Dennoch ist Gris eines der schönsten Spielerlebnisse dieses Jahres. Wenn ihr euch für solche Games begeistern könnt, dann greift zu. Die knapp 17 Euro, die Gris auf Steam oder im Nintendo eShop kostet, sind es allemal wert. Und wenn ihr euch geniert, so etwas Zauberhaftes zu spielen, weil ihr eigentlich ein ziemlich taffer Typ seid, so wie unser Micha hier, dann spielt's halt da, wo euch keiner sieht. Micha, was machst du da? Krafttraining. Und das war die letzte reguläre Folge Game 2 dieses Jahr. Oh nö. Aber nächste Woche gibt's nochmal eine super spezielle Weihnachtsfolge. Oh ja. Wieder schauen. Oh Mann. Reingehauen? Wir können auch nicht. Das heißt doch Pokémon. Pokémon. Entschuldigung. Pokémon. So, jetzt sind wir auch schon durch mit den AAA-Gun. Nein, Nummer 9. Das ist scheiße. Okay. Ja, man muss es ausprobieren, um zu wissen, ne? Mich? Was machst du denn? Mich? Ja, was? Genau. Gute Arbeit, Waluigi. Ich hab gezuckt, bevor du gehauen bist. Hört ihr das? Das ist der Sound eines Abonnements. Und wenn ihr es richtig machen wollt, macht auch die Glocke an. Dann können wir euch noch weiter mit künstlerisch wertvollen Beiträgen beliefern. Vielen Dank. Ja, das ist es. Das ist sehr schön.